Was war Ihre Motivation? Das also ziemlich die gleiche. Ne? Also es war auch noch immer ein bisschen eingeschränkt, war in der Lebensqualität. Die Brille hat doch immer ein bisschen gestört. Sei es beim Sport, sei es beim Fernsehgucken, wenn man auf der Couch lag. Beim Skifahren wurde es dann noch geschlagen. Es hat eigentlich immer wieder gestört. Und ich habe sehr, sehr lange Kontaktlinsen getragen und die habe ich auch irgendwann nicht mehr vertragen. Das Auge wurde immer sehr trocken, ich hatte ein Fremdkörpergefühl, sodass ich dann auf die Kontaktlinsen verzichten musste. Und habe dann auf die Brille gewechselt und da kam es ja vor, dass es mich so gestört hat. Und dessen habe ich mich dann für die Laseroperation immer mehr interessiert, habe mich da auch bei so einem Infoabend hier erkundigt. Und da war eigentlich der Drops schon gelutscht, würde ich sagen, weil für mich war dann klar, ich möchte es gerne machen. Habe mich dann kurzzeitig später so einen Voruntersuchungstermin geben lassen und ich glaube, relativ kurzzeitig danach habe ich mich ja schon lasern lassen.